Wer nächstes Jahr da ist, wer kann es wissen? Und ob der neue Herr der Stadt dann alles auch so gut drauf hat? Ich gebe die Regierungsmacht an Speyers bunte Narrenpracht. Man ausnahmslos nun singt und lacht, bis heute Schlag Mitternacht. Der Aschermittwoch grau erwacht und ich hab's nochmal gern gemacht. Speyer am Fastnachtsdienstag, den 16. Februar 2010, der Oberbürgermeister der Stadt Speyer. Sehr gut, das hat man gerne mit Mitarbeiter alles ordnungsgemäß vorformuliert. Sehr schön. Ich habe es jetzt nicht auf Schreibfehler gelesen. Gleich zu Willen können wir schnell die Gläser füllen und ohne Zeit hier zu verschwenden, fröhlich bei Wein und Brezeln enden. Wir hatten mit ihm gute Zeiten, er machte niemals Schwierigkeiten, war großzügig mit Speis und Trank, dafür gebührt ihm ewiger Dank. Das kennt er wohl klatschen. Wir werden ihn bestimmt vermissen, wer nächstes Jahr da ist. Wer kann's wissen? Und ob der neue Herr der Stadt dann alles auch so gut drauf hat? Ich gebe die Regierungsmacht an Speyers bunte Narrenpracht. Man ausnahmslos nun singt und lacht, bis heute um Schlag Mitternacht. Der Aschermittwoch grau erwacht und ich hab's nochmal gern gemacht. Geht weiter. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch allen. Nicht ohne ein herzliches Wort des Dankes für die vielen Stunden, die ich mit euch verbringen durfte. Es war nicht immer nur angenehm, auch dies gehört zur Wahrheit. Aber meine Präsenz bei den zahlreichen fastnachtlichen Vereinigungen unserer Stadt müssen andere erst einmal nachmachen. Zu übergeben. Punkt 2. Die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters und seiner Verwaltung haben an diesem Tag noch zu ruhen. Können wir es nicht auf zwei Tage ausnehmen? Punkt 3. Die Speyerer Qualitäten übernehmen die Führungsämter im Stadthaus. Punkt 4. Im Stadthaus in allen Räumen soll an diesem Tag bis 24 Uhr Fastnacht gefeiert werden. Jawohl. Punkt 5. Der Oberbürgermeister hat an diesem Tag immer fröhlich zu sein. Punkt 6. Der Begrüßungsspruch des Oberbürgermeisters lautet an diesem Tage: Seid mir willkommen hier am Roy. Ich grüße euch mit Helau, Hajo, Ole, Hip Hip Hurra und Ahoi. Hat der Oberbürgermeister eine Rede zu halten, dann soll sie in Reimform vorgetragen werden. Punkt 8. Die Speyerer Narren werden vom Bürgermeister an diesem Tag mit köstlichem, kostenlosen Wein bei Stimmung gehalten. Punkt Nummer 9. Für die Narren stehen das Speyerer Nationalgebäck, die Brezel zum freien Verzehr bereit. Die Süßschnuden bekommen kostenlos Fastnachtsküchle bereitgestellt. Punkt 11. Die Gläser gehen den Narrenpark über, damit sie für weitere Trinkgelage ein Schluckgefäß zur Verfügung haben. Und das müssen Sie auch quittieren.